Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS 19 Welles 19 True Farming Projekt und ja, ich sehe jetzt an. Und zwar Zuckerrüben auf Feld 9 und 10. Eben die ehrlich Schwestern nochmal anrufen. Ja, hallo, hier Eilig. Ja, moin, Frau Eilig. Ich bin's, der Fritzel. Du, hör mal. Ich hatte da gestern, hab ich was vergessen. Okay. Ich hatte gestern Geburtstag. Ach so, dann alles Gute noch nachträglich, Mensch. Ja, danke schön. Ich hab selber gerade nicht dran gedacht. Ich hab selber vergessen. Was springt denn mit den Dingen? Auf jeden Fall wollte ich heute Abend eine kleine Feier machen und würde euch ganz gerne dazu einladen. Also nichts Großes. Bella, Jupp ist auch da. Wir werden ein bisschen grillen und ja, das war's dann auch schon. Ein bisschen trinken, das war's. Ja, hört sich super an. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, bis heute Abend. Ja, bis heute Abend. Tschüss. Driver, da müsst ihr auch mal, hätte sie fast platt gefahren. Ja, ich wollte sie schon erwischen. Haben Sie das hier angesehen? Gustav, ja. Also wir, weil, ja. Weil wir wollten eigentlich da Gras drauf sehen. Ach so. Ja, weil das ist unser Feld. Deswegen. Ach so. Das ist wirklich Ihr Feld, ja. Ja. Oh. Da war wohl im Eifer des Gefechts einfach mal durchgesehen. Entschuldigung, vielmals, das war nicht mit Absicht, dass, grubbern ja. Sie um, oder wir machen das, gar kein Problem. Nee, ich rede mal mit dem Adler, vielleicht lassen wir es dann einfach stehen. Ja, okay. Dann war halt vielleicht ein bisschen weniger Gas für Sie zum Verkaufen, aber... Ja, wenn das Umstände macht, das werden wir sofort entfernen, das tut mir sehr leid. Nee. Da. Ich wollte was fragen, ob das Sie waren oder... Einer von ihren Arbeitern. Ja, das waren wir, ja. Alles gut. Okay. Deswegen habe ich sie kurz angehalten. Ja. Andere Frage. Wenn sie mit der mit der Zuckerrübensämaschine fertig sind, ja. Könnten wir die uns dann noch kurz ausleihen? Ja, klar. Dann würde ich auch noch unsere ansehen. Mhm. Vorausgesetzt die Temperatur. Ja, sehr gerne. Was, weil, ich weiß ja, ob sie schon mal auf die Temperatur geschaut haben. 8 Grad bräuchten wir für Zuckerrüben. Oh, gut, dass sie das die sagen, haben wir leider ey. Nicht. Wir haben nur 4. Das ist wohl wahr. Das ist halt das ja, Einzige, gut. Was nervt. Da müssen wir im Sommer ansehen. Ja, okay, scheiße, ja. Ja. Müssen wir mal hoffen, dass die aufgehen das Jahr. Ja. Letztes Jahr hatte ich leider Pech. Ja, glaube ich wohl. Weiß ich da Bescheid. Herr Driver. Ja? Ich hatte gestern Geburtstag, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde Sie gerne heute Abend zu einer kleinen Party bei uns am Hof einladen, ein bisschen grillen, bei mir im Haus meine ich, ein bisschen grillen, ein paar Bierchen, so gemütliche Runde. Die Ehrlichschwestern kommen auch, der Jupp kommt auch. Das sage ich gerne, ja. Freue mich. Würden Sie in den Adler noch Bescheid sagen? Mache ich, ja. Der wird auf jeden Fall, denke ich, auch da sein. Das hört sich super an. Alles klar, Herr Driver. Ich hab's ja letztens mit so einem Ken-Bobcat fahren sehen. Ja. Ist das netter wegen langsam für Sie? Ja, das ist echt langsam. Ich muss damit immer von der BGA zum Hof, vom Hof zur BGA, weil da oben der Hühnerstall ist und ja. Wenn Sie bei Bobcat bleiben wollen, können wir empfehlen, es gibt eins mit Rädern, das ist ein paar km schneller. Oh, das hört sich doch super an. Ja, das wäre so um die 18 km schnell. Es wäre immer noch langsam, aber schneller wie das Kettenlaufwerk. Das stimmt und toll. Bodenschonender, weil die Reifen besser arbeiten können. Ja. Alternativ vielleicht, ich weiß nicht, Teleskoplader, ob das was für Sie wäre? Nee, gerade nicht so. Braucht was Kleines, Wendiges. Die sind ja klein und wendig. Ja? Wenn Sie mal in den Katalog reinschauen, unter Teleskoplader, gibt es ganz am Anfang den Manitou, der ist sogar ein Knicklenker. Ja. Oder danach, die sind alle Allradlenker. Also okay. Da lenken alle Reifen. Ja, ich muss damit im Schweinestall drehen und wenden können, ne? Weil die Schweine, die machen das nicht an einer Stelle, die kacken da, wo sie laufen. Ne? Ja. Wenn das klappt, werde ich mich mal mit Gustav drüber unterhalten und mich dann nochmal melden. Genau. Ja. Alternativ das Bobcat, wo er wegen schneller ist. Ja. Alles klar, machen wir es okay. So, Herr Driver. Gut, danke. Ciao. Tschüss. Chef? Oh, ja, hallo?
Ja, Herr Gustav, ich musste leider noch privat was klären an mein Haus. Ja, kein Problem. Was machst du Schönes? Ich wollte eigentlich gerade Zuckerrüben ansehen, aber wir haben die Bodentemperatur noch nicht. Oh, das ist schlecht. Wir brauchen 8 Grad, momentan beträgt die Bodentemperatur 4 Grad. Ja, das ist doof. No. Gibt's sonst irgendwas Neues? Nee. Nicht? Wir haben... Okay. Ja? Gerade Moos Haus ein bisschen entrümpelt. Ja. Na gut, da gibt's ja nicht viel zu entrümpeln. Und dabei ist aufgefallen, dass eine Mehlschwalbe an dem Haus sitzt. Ich darf das Haus jetzt nicht abreißen. Muss die Mehlschwalbe da sitzen lassen. Eine Mehlschwalbe? Ja. Ist die groß oder? Keine Ahnung, ihr habt das Vieh nur ganz kurz gesehen. Ja, angeblich steht es kurz vorm Naturschutz und ach, keine Ahnung. Ja, wenn es erst kurz vorm Naturschutz steht, na, also wenn es groß ist, wäre ja vielleicht mal zum Grillabend oder sowas ganz sinnvoll. Ja, das stimmt wohl. Wir haben ja heute Abend Grillabend, ne? Ja, wegen deinem Geburtstag, ne? Ach, das weißt du? Natürlich weiß ich das, Chef. Du alter Ehrenmann, du. Das tut mich seit einer Woche, tut mich da mein Handy nerven und voll labern. Okay. Weil ich das ja nicht vergessen darf. Das ist ja super. Ja, dann sehen wir heute Abend auf jeden Fall dann beim Grillen. Natürlich. Gut, dann lasse ich die Sämaschine erstmal hier auf Feld stehen und dann schauen wir später mal weiter. Genau. Jo. Alles klar. Ja, Chef, was ich da noch sagen wollte, ich weiß nicht, du wirst es nicht wissen. Ich hatte mit einem Adler vor langer Zeit mal gequatscht. Ja. Weil da hat er das Feld 111. Ja. Na? Ja. Das war immer leer, der hat das nie bewirtschaftet. Ja. Da habe ich den mal gefragt, wie das ist, was mit dem Feld ist, ob ich dem das abkaufen kann oder sowas. Da hat er gesagt, nee, ich behalte das, aber du kannst es gerne mit bewirtschaften, wenn ich es nicht brauche. Ja. Na, also nur, dass ich da Bescheid weiß, ist mir gerade so eingefallen. Ja, der Driver, der kam nämlich gerade schon, ob wir das da gemacht haben. Ich sagte, ja, das war ich, oder dass ich habe gesagt, das waren wir. Ja. Nee, also mir hat das war eigentlich immer mit einem Adler abgesprochen. Okay, dann weiß ich da Bescheid. Also du gut, kannst ihn gerne nochmal fragen. Aber ich frag ihn nochmal, ich muss mal ganz schnell telefonieren. Ich bin sofort wieder da. Alles da. Und noch Ärger hätten wir gekriegt. Boah, den Bürgermeister. Der Herr Ziegel hier, hallo? Ja, guten Tag, Herr Ziegel, ich bin's, der Fritzl. Wie geht's Ihnen? Ah, danke, gut. Und Ihnen? Auch sehr gut. Du, hör mal, ich hab Geburtstag. Oder hatte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nee, nachträglich. Ich hatte gestern Geburtstag. Ich habe selber vergessen. Auf jeden Fall wollten wir ganz gerne am Wochenende so ein bisschen grillen, ein paar Bierchen trinken. Nichts Großes. Es kommt auch nur eine kleine Gruppe und so. Und ja, ich würde Sie gerne einladen, wenn du Lust hast, Bock hast. Ja, doch sehr gerne. Dann vielen Dank für die Einladung. Ja, cool. Dann sehen wir uns am Wochenende Abend. Bei Ihnen direkt am Hof, ja? Nee, bei mir am Haus. Am Haus, 20. Okay. Ja, genau. Nee, wunderbar, weiß ich ja, wo das ist. Super, dann vielen lieben Dank für die Einladung. Ich komme sehr gern. Ja, alles klar. Gut. Gut. Alles klar. Und sonst, Herr Friesi, vergessen Sie nicht, ich brauche noch einen Termin in Untergriesbach mit Ihnen wegen dem Unterstand. Freitag. Alles klar. Jo. Gut, habe ich notiert. Jo. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mal eben den Till hier anklingeln. Hallo. Moin, Till, alles fit bei dir oder was? Moin, ja. So, ich rufe nicht geschäftlich an oder so. Ich hatte Geburtstag. Ich habe selber vergessen gestern. dann alles Gute nachträglich zum Plumpstag, ne? Ja, danke schön. Wir wollten ganz gerne am Wochenende eine kleine Feier machen. Ich mache das nur so kleinsten Kreis und sowas alles. Hast du Bock zu kommen? Kannst deine Brüder natürlich mitbringen. Ich werde meine Brüder fragen, ja. Ja. Aber ich denke, dass das gehen würde, ja. Das ist auch gleichzeitig ein kleines Friedensangebot von meiner Seite auch aus, bin ich ganz ehrlich. Wir brauchen doch nicht immer Stress und Ärger, oder? Genau, es ist halt, also wie ich neulich schon mal gesagt habe, ne, die Aussage von mir war halt wie so ein kleines, trotziges, bockiges Kind. Ich meine, im Endeffekt, wir brauchen auch Gärreste, du brauchst Zuckerrüben. Und blöd gesagt, ist es mir halt auch egal, wie jemand spricht, der mir was abkauft. So, ob du mich jetzt anrufst und sagst, hi, Kleiner, oder ob du mich jetzt anrufst, ey, du Spacken. Hauptsache, das Geld fließt, so, ne? Ich verstehe, was du meinst, ja.
Also ich meine, klar, eine Zusammenarbeit allgemein muss man dann halt gucken. Aber erstmal, was so Verkauf und Ankauf von landwirtschaftlichen Gütern angeht. Okay, verstehe mich nicht falsch. Ich will jetzt auch kein weiteres böses Blut oder so vertreiben. Das ist auch nichts persönlich gegen euch oder irgendwie sowas. Aber Leute, die mit dem Landhandel zusammenarbeiten, arbeite ich nicht mit zusammen. Das ist nichts gegen euch oder nichts gegen eure Person. Auch nicht, dass ich euch da nicht vertraue, aber der Landhandel, der will immer alles wissen. Und der poolt so lange nach und wird euch so lange auf den Sack gehen, bis ihr denen die Informationen gibt, die die wollen. Und deswegen, lasst uns das mit der Zusammenarbeit erstmal vergessen, zur Seite schieben, das kann man vielleicht später nochmal aufrollen. Lasst uns einfach ein vernünftiges Miteinander. Und ja. Ja. Nee, gut, ich werde es ansprechen, aber ich denke, das klappt. Ich werde mich dann nochmal irgendwie melden. Ja, alles klar, weiß ich da Bescheid. Alles klar. Alles klar, Till. Einladung. Jo, bitte. Tschüss. Jo, ciao. So, Adler anrufen. Adler? Jo, moin Adler, ich bin's. Jetzt bin ich da vorher bei der 111 durchgefahren, jetzt ist da etwas anderes angesetzt. Haben das deine Arbeiter angesetzt? Ja, das haben wir gemacht. Ja, aber ganz ehrlich, was soll denn die Scheiße? Gustav hatte auch gerade nochmal angerufen, der hat gesagt, dass er mit dir abgeklärt hätte. Nein, Fritzl, was soll die Scheiße? Hast deine Leute nicht im Griff? Das kann ich nicht akzeptieren, so etwas. Das geht nicht. Was? Nein, das geht nicht. Da müssen wir zusammensetzen, das kostet richtig Geld. Nein, Fritzl, das geht nicht. Da müssen wir nicht diskutieren. Das ist Blödsinn. Ich will doch gar nicht diskutieren. Adler, ich habe gerade... Fritzl, das ist Blödsinn. Ich habe noch gerade zum Driver gesagt, dass wir dafür aufkommen und dass wir das sogar alles reparieren und machen. It's a prank, Bro. Ich wollte schon sagen, ey. Ich musste gerade echt ruhig bleiben, Adler. Der kleine Sack. Nein, alles gut, lass es. Und dann lernen wir jetzt zusammen. Ich wusste das gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe. Wenn das so ist, dann wird das wohl stimmen. Okay. Dann lernen wir das und dann wird das ganz, ganz gut. Okay. Ja, selber ganz aufgebracht, selber schuld. Adler, ey. Ich wusste jetzt nicht, oh Mann, so, ey. Das war jetzt, vor allen Dingen, ich will sagen, ja, wir kommen dafür auf. Nee. Und ich dachte, boah, mach das nicht, ey. Kleine Sacke. Nee, gut, weiß ich da was. Ey, wenn Miguel schon mal nicht da ist, muss ich diesen Part übernehmen. Ja, das könnte wohl sein, ja. Ja, okay. Jetzt war ich ein bisschen aus dem Konzept raus. Ja. Okay. So. Ernst, ich komme jetzt mit Gras fahren. Perfekt. Unterwegs, ganz am Fahren. Ist nicht mehr als Wilde. Okay. Wo ist denn Gustav und dann das Molch? Ist er mittlerweile da, oder? Ja, er hat sich vorhin hat sich vorhin gemeldet bei mir. Hat irgendwie was zu tun mit zu Hause oder so, keine Ahnung. Jetzt aber bestimmt beim Eilighof, hat da ja die Treppe repariert oder so. Ach, der ist wieder beim Biertrinken eingeschlafen oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Gustav? Ja? Stehst du nochmal auf heute, oder? Ich will ja nichts sagen, aber ich bin auf dem Feld und du gerade, ich will jetzt alle Felder spritzen gegen Unkraut. Achso, ja, dann mach da mal. Ja. Muss ich bloß ganz kurz hochfahren, wieder zum Landhandel, weil wir kein Spritzmittel mehr haben. Ja, fahren wir auch. Irgendwas wollte ich noch beim Landhandel. Sag mal den Landhandel auch Bescheid, dass ich die Sämaschine, die wir bei denen geliehen haben, beim Schlag abgegeben habe, aber ich kann da nicht abgeben, weil ich nicht die Berechtigung dafür habe. Ja, alles klar, sag ich Bescheid. Alles klar. Haus da. Hau rein. Ey, Fritzl, kommst du jetzt mit deinem Traktor mal vorbei? Ach, verdammt nochmal. Ja, ich komme! Ist auch alles letzte, Alter. Hm.
So. Ich bin, glaube ich, gerade mit Ihnen. Also mit Ihrem Landhandel. Ah, perfekt. Oh, Moment. Ja? Jo, moin, Miguel. Alles klar bei dir? Du, hör mal. ich würde dich ganz gerne heute Abend auch einladen. Was heißt auch einladen? Ich habe hier gerade in Schwatzingen ein paar Leute angerufen, auch die schon am Landtunnel, aber du warst ja nicht da. Ich dachte, du wärst schon wieder da. Ja, wir wollen heute Abend ein bisschen bei mir grillen, ein paar Bierchen trinken, ganz gemütlich. Ja, Bock zu kommen? Bei dir am Hof oder was? Bei mir am Haus. Ach so, am Haus. Ja. Ja, können wir machen, klar, warum nicht? Ja, freut mich. Habe ich es nicht weit. Genau. Gut, dann... Ja, müssen wir noch was mitbringen? Das bleibt dir überlassen. Ich habe Geburtstag. Ob du mir was schenken willst oder nicht, überlasse ich dir, ne? Ach so. Alles klar. Verstehe. Ja. Nee, gut. Weiß Bescheid, ne? Ja, alles klar, Miguel. Wir hören uns. Dann. Tschüss. Ciao. Nur 16. Ja. So, jetzt auf zum Adler. Zum Adler. Hoffentlich gibt er mir keinen Fan, ey. Moin, Adler! Hallo! Hier! Der müsste gewartet werden. Oh, ich feier deinen Müllwagen, ohne Scheiß. Kannst du mal eine Runde drehen, ablegen, bloß nicht zusammen. Dann besser nicht. Das darf ich noch haben. Aber dann leg auch bei diesen wunderschönen Fan nicht zusammen. Boah, echt, jetzt hast du nichts Besseres. Knall gleich. Alles klar, danke schön, Adler. Denk immer dran, ich hab dein Glas als Pfand. Ja, okay. So. Pass gut auf den Glas auf, das ist der von Liv. Klasi. Fangen die Handy bei 96 aus hier. Weg mir deine Stimme ein. Boah, das werde ich heute auf jeden Fall machen, Alter. Ich werde jetzt gleich offline gehen, dann hole ich mir was zu essen und bestelle mir was zu essen. Und dann fange ich um 11:30 an, 96 Hours zu gucken. Und dann gucke ich den in meinen Geburtstag rein. Habe ich noch nicht gemacht. Oh yeah. 96 Hours. Ohne Scheiß, Leute. Den müsst ihr euch mal reinziehen, ey. Das ist der geilste Film des Jahrhunderts. Aber das predige ich schon seit Jahren, ey. Wie er seine Tochter da rettet, ey. Einfach der Ehrenmann der Nation, ey. Ich hätte mir auch so einen Vater gewünscht. Aber mein Vater war Schreinermeister. Kein CIA-Agent. Aber wenn ein CIA-Agent wäre, dann würde ich auch in Amerika wohnen. Ne? Oder haben wir in Deutschland CIA? Weiß auch nicht, dann. Ich habe nur die Scorpions. Und die sind nicht gut. Das weiß ich nicht. Und zum Bundesnachrichtendienst? Was? Scorpions ist der Geheimwaffe. Wir haben Merkel. Am Hof. Ja, das war auch. Und Schwabbel. Ach, jetzt habe ich den geschnappt. Und Schwabbel. Ich kam gerade nicht an, ja, Entschuldigung. Alles gut, bist ja älter jetzt. Oh nee, hopp. Ach, sag bloß, das war alles. Dein Angestellter fleißig.
Ah ne, passt noch mal rein. Bin nur zu früh runter rausgefahren. So, auf geht's. Du bringst das direkt in den Fermentierer oder wo packst du es rein? Ja. Wie der Chef es gesagt hat. Alles klar. Wo ist Schwabbel? Kann ich wieder. Ach, der ist ja zum Landhandel hochgefahren. Alles gut. So. Ja, aber, meine lieben Freunde, auch jetzt ist die Folge auch schon wieder beendet. Denkt dran, morgen kommt die Folge um 10 Uhr. Und am Freitagabend um 20 Uhr starten wir einen Livestream auf Twitch. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Würde mich sehr freuen. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.